Willkommen, ihr Kevins, zu dieser neuen Folge Banjo-Kazooie. Hast du jetzt nicht... Nein. Julia ist ein großer Kevin-Fan, deswegen habe ich das gesagt. Ja. Yeah. So, wir schauen uns mal die Winterwelt an. Das Winterwunderland. Oh. Ein verdientes Ende. Flowers End. Oh Gott, nein! Nein! Dein Ernst? Ja, unsere liebsten Lieblingsschneemänner. Und Eiswürfel. Eiswürfel lässt es. Eiswürfel aus einem Eiswürfel. Von einem Klo. Der oh mein Gott! Mumbo! Mumbo ist hier im Urlaub. Kommt den Frühling wieder. Es ist sie, klar. Andere. Ich habe ihn getötet. Warum ist da Eis auf dem Boden? Macht keinen Sinn. I think it's not was anderes als Federn hier. Hast du wieder gekifft? Nee. Aber 5 Minuten. Aber 5 Minuten ist die Folge noch nicht vorbei, das weißt du. Ich weiß. Du fängst hier an zu kiffen während der Aufnahme. Während ein Eiswürfel durchstehen. Nein, die Blume. Blume. Ich hätte es eher gedacht, du stirbst, wenn du da unten im Wasser bist. Meine Luftreserven werden bald am Ende sein. Ah, das Eis. Du musst gucken, wo du kannst raus. Das ist extra Ding. Das bringt was. Nein. Hey, Biber! Ups, normalerweise komme ich im Winter keinen Besuch. Ah nee, das war eine andere Stimme. Er hat ja so geredet, stimmt. Und du machst mir wieder Angst. Ha. Irgendwie gefällt mir den seine Animation so gut. Es hat irgendwie was. Ich bin nicht wie du. Jeden Morgen nach dem Aufstehen. Das könnte sein. Bist du ein Biber mit Fieber? Ich bin auch ein... Ah nein, das darf ich jetzt noch gar nicht sagen. Dann spoilere ich ja ein Spiel, das ich am Aufnehmen bin. Ist noch, wo der Ausgang war? Nein. Wir haben ein Problem. Ah, da. Ey, das ist nicht der Schlagzeuger, das ist gestorben. Wirklich? Ja. Da. Er lebt nicht, ich lebe. Da. Ja. Ist ein bisschen nass. Du redest mit mir, das weißt du. Jinjo! Wer gewinnt ein Bild vom Spielerprofil? Aufpolieren! Super! Gleich wärst du fest. Das müssen wir mal probieren, ob das funktioniert. Und deshalb stehst du jetzt die ganze Zeit nur da. Ja. Let's Plays! Sinnvolle Zeitverwendung. Zeitverschwendung? Nein, Zeitverwendung. Sinnvolle Zeitverschwendung. Na? Da hat gerade was gekriegt! Jappa! Was? Der macht immer Jappa, bevor er fällt. Jappa? Todessprung! Auf ein Klo! Ich glaub, höher kommst du nicht. Da müsste doch irgendwo das Nest sein. What the fuck?
Gebt euren Kindern keine Raupen zu essen, liebe Eltern. Sonst sieht das so aus. Hör mir zu, wie toll ich fliegen kann! Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler! Ich habe irgendwie das Gefühl, er wird abstürzen. Das Making of Assassin's Creed. Hat er gerade gefurzt? Ich gehe Assassinen fressen! Hat er gefurzt? Wo sind Haie rausgeschissen, hab ich doch gesagt. Das passiert, wenn man Raupen isst. Das heißt, dass unser aller Essen Raupen sind. Jula, du bist gerade an einer Verschwörung der Lebensmittelindustrie auf die Schliche gekommen. Yeah. Sie haben in unserem Essen überall Raupen versteckt. Okay, das ist gut. Obwohl, es kommt drauf an, was für Raupen. Was? Es gibt auch die haarige Raupen, die sind cool. Ich mag die. Also du isst lieber haarige Raupen als... Jetzt nicht, beobachte ich nicht. Du beobachtest, wie andere Leute haarige Raupen essen. Genau. Okay, wieso ist draußen Winter und hier ist noch alles so? Hier war übrigens ein Puzzleteil. Puzzleteil. Ein Puzzleteil. Was sagst du hier im Sommerhaus? Ja, genauso. Hast du da nicht das Puzzleteil geholt? Hab ich doch. Echt? Ja. So. Du wirst wieder komisch. Das sieht aus, als ob jemand die Löcher ausgebrannt hat. Mit den Fellen daran. Mit den Fellen daran. Nee, der Schneemann ist zwar cool, aber der ist nichts gegen meinen Schneepinguin, den ich im Januar gebaut habe. Schneepinguin for the win. Wer uns was zu sagen? Aua! Sau! Zugemauert. Da. Da. Ich glaube nicht, dass das geht. Verdammt! Wo kommt das her? Das ist ein Easter Egg. Was ist ein Easter Egg? Da, geh mal da weiter. Rechts. Easter Egg! Hey Benjo, wir haben alle was Stop and Swap Gegenstände gefunden. Zeit die Checkliste wegzuwerfen und die gegen. Oh mein Gott, habe ich versehentlich den Text beendet. Das tut mir aber leid. Das wollte ich nicht. Hat. Au! Das ist dir auch schon passiert, also sei ruhig. Einfach nur Platz. Ah! Die Musik hat ja was Beruhigendes, aber es geht mir doch irgendwie auf den Sack. Geh mal in den Frühling. Wir müssen noch eine Eichel suchen. Stimmt ja. Wir gehen in den Sommer. Sehne den Sommer herbei. Ah, weg hier. Wo ist der Sommer? Da ist der Sommer. Wo ist der Sommer hin? Jetzt müssen wir die Eicheln wieder von vorne sammeln. Sehr schön. Wir haben noch ein Leben. Kriegen wir hin. Wir müssen. Ah, da könntest du auch dran. Machst du gerade mal ein Headset kaputt? Vielleicht. Eventuell. Wäre das denn möglich?
Halte Ausschau nach extra Leben. Irgendwo war eins. Irgendwo war eins, aber ich glaube, das war weiter oben. Weiter unten. Aber ich glaube, ich eben schon gefragt, aber nicht in den Bienen. Doch, kann man aber, die sind alle ausgeflogen. Da müssten wir im Sommer nochmal hin, weil ich weiß nicht, ob der Ausgang dann auch da ist. Also der Eingang. Ja, toll. Ja. Geht jeder vielleicht dann noch rein? Das wäre eine Möglichkeit. Da könnte auch der Wo ist Mumbo-Schädel? Mumbo-Schädel, gut. Okay, hier ist auch keiner mit der Eichel. Aber eine Raupe! Ich will nur mal ausprobieren, ob das auch so funktioniert. Eine Sache. Probier nie wieder was aus, wenn ich daneben sitze. Nie? Houston, Projekt abbrechen. Sofort abbrechen! Okay. Haha! Wir haben das extra Leben. Wir haben das extra Leben. Blinzeln. Ah. Blinzeln mal ganz schnell hintereinander. Ungefähr eine Minute, kannst nicht mehr aufhören. Oh Gott! Solche Momente bräuchte ich mit der Facecam. Oh nee. Das war's. So, dann schauen wir mal, ob wir in den Bienenkorb reinkommen. Und der Sommer ist ja die Jahreszeit der Bienen. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, haben wir das Puzzleteil aus den Bienen? Ich glaube nicht. Ich bin ja oberhalb nicht sicher. Ich weiß nicht. Ah ja. Aber werden wir nicht. Nein, es ist zu! Oh. Komm schon, kämpft! Salam, Alam, da ist der dicke Bär. Er will und will das Gold klauen. Ja, wer hat noch nicht, wer will noch? Stecht ihn und tötet ihn. Alter! Ach, dein Traum. Albtraum vielleicht. Ich brauche nur einen Vogel, um gegen die vorzugehen. Es wäre so einfach. Peter Petschke reicht. Aber nicht jeder hat mal gerade einen Peter Petschke da rein. Hast du daheim einen Peter Petschke rumfliegen? Er hat uns besiegt. Naja, es war sowieso kein toller Job, immer dieses langweilige Ding zu bewachen. Da! Du klingst so, als ob du auf die Toilette müsstest. Nicht mehr als sonst. Inkontinenz vor dem Win! Aber ich will von vorne rein. Nur als Bier. So, jetzt überlegen wir mal. Es fehlt noch.
Das mit den Eicheln fehlt uns noch. Extra Leben. Ich sehe Skorpio, ich bin der Kopf. Oh mein Gott, ich bin ein schwebender Kopf. Ich bin ein Kopf ohne Arsch. Kopf vor der Wind. Ein Kopf ohne Arsch ist unvollständig. Ein das Kampf weiß man. Kopf. Was? Ein Kampfkopf. Ein ausgebildeter Kampfkopf. Du wolltest Frühlingsgefühle, hier sind sie. Aber nicht, wenn es regnet. Du willst Frühling ohne Regen? Ja. Ja. Das geht nicht, das geht aber sehr schwer. La, 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 la. Nicht, wenn man ein Skiller ist wie ich. Kann sein, dass die Vögel ja noch kleiner sind. Und die Löcher. Wenn du so sprichst, versteht man dich nicht. Echt nicht? Nein. Warum denn? Weil ich mit den Entwicklern gesprochen habe, als ich das Spiel rausgebracht habe und ihnen das so erklärt habe. Das überrascht mich jetzt gerade. Stimmt, das ist echt. Angst, wa? Angst gehabt! Ich auch. Sag nur Horrorfilme. Was sagst du da? Du und Horrorfilme, ihr seid die besten Freunde. Ja. Arschbombe! Los! Wenn ich einen Vogel hätte, der mich trägt, wäre das Leben so viel einfacher. Das ist ein Vogel. Hä? Du hast doch einen Vogel! Hab ich, aber der trägt mich nicht. Den trag ich! Schauen wir mal. Oje. Oje. Extra Leben! Aber sonst ist ja nichts. Doch, gleich der Tod. Gehst du hoch? Nein, hab ich auch gedacht. Ach, du hast gedacht! Ja, im Gegensatz zu dir kann ich das Ding in meinem Kopf auch benutzen. Und der Ball. Genau, den Schmetterball. Oh, Mann. So, und damit legen wir uns schlafen und beenden diese Folge an dieser Stelle. Wieder futsch. Es hat sich aber gelohnt.
So, damit beenden wir diese Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Es sind noch zwei Puzzleteile. Puzzleteile. Wer weiß, wie weit wir dann noch vom Endkampf entfernt sind.